Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Banished. Und mir, eurem lieben Zigaro. Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön fürs Dasein, Dankeschön beim Dorfbau, dass ihr hier so tatkräftig helft. Und vor allem danke für die Kommentare. Ich erinnere nochmal daran, ich habe diese beiden letzten Folgen, also diese und die davor, in einem Paket wieder aufgenommen. Das heißt, ich konnte in der Zeit nicht auf die Kommentare direkt reagieren. Leider. Wir warten derzeit händeringend darauf, dass wir Bricks herstellen, und zwar genug Bricks, dass wir hier Building Supplies herstellen können, endlich, um unsere Schmiede zu updaten. Das ist der Plan. Wir kommen derzeit auf 18 Bricks, brauchen 30. Später dann können wir es auf 12, 21 zum Beispiel, hier seht ihr das, runter reduzieren, oder 12, 1, 5, finde ich sogar noch besser, Steine. Dafür brauchen wir halt Joist. Und Joist stellen wir in der Schmiede her, die derzeit wartet auf Building Supplies, wie ihr hier seht. Wenn die Building Supplies geliefert werden, haben wir eine neue Schmiede. Also 9 Bricks noch. Das sollte schnell gehen, weil hier ist sehr viel Clay im Moment drin. Es wird immer nachgeliefert. Dieses eine Haus produziert gut Clay. Ja. Ja, gar nicht so aufgefallen, aber ist doch gut dabei. Und ich denke, wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass wir sagen, okay, jetzt lassen wir sie nebenbei mal produzieren und bauen was anderes, werden wir uns wundern, wie viel Building Supplies und Clay wir auf einmal haben. Können wir die vielleicht sogar mal verkaufen. Ich sehe gerade, wir haben wirklich ordentlich viel Logs. Jetzt schon mal einstellen, dass hier ruhig 400 sammeln sollen und bei den Steinen Mineralien auch. Nicht, dass das auf einmal heißt, oh, wir hören auf zu produzieren. Das wäre richtig typisch und blöd und nervig. Hier habe ich gehört, bei 65% kann ich anfangen zu ernten. Dann schiebt sich das hoch. Das heißt, wir pflanzen an, 65%, 70% vielleicht so. Und dann geht's los. Feuerholz stellen wir hier immer noch sehr stark her. Wenn wir wieder so unsere 800 irgendwie haben, dann können wir wieder auf Logs umstellen. Wenn wir eine zweite Schmiede bauen würden, ich glaube, das wäre ein zweites Sägewerk. Ich glaube, das würde uns die Holzproduktion zerhacken. Obwohl im Moment produzieren die wirklich sehr gut. Ich muss gar nicht mehr rausschicken. Das finde ich schön. Obwohl wir hier bald wieder eigentlich alles platt machen müssen. Oh, er produziert. Kann das sein? Das Zeichen ist weg. 24, nee, 6 noch. Das Zeichen war doch gerade weg, oder? Habe ich mich... Vielleicht war so ein... Verschwimmt schon alles für mich. Nee, also 6 Bricks noch. Losgehen. Wisst ihr was? Weil ich ja wieder das hier oben weggeklickt habe, sehe ich gerade. Mal ganz kurz wieder auf. So. Ich möchte noch so ein Shore-Haus bauen.
überlege gerade, ob ich hier auch ein Lager setze, also für Clay setzen sollte. Falls das irgendwann zu viel wird und das nicht hier alles reingelagert wird gleich. Kann man ein Lager für Clay bauen? Geht Lehm als Mineral hier? Mal gucken, ob das klappt, was ich jetzt vorhab. Einfach nur visuell arbeiten. Mache ich ja manchmal, kenne mich ja. Oh, wir können jetzt hier harvesten eigentlich, ne? Ja, harvest, müssen es nicht... Ich habe das jetzt so gelernt. Oh, ein Building Supply wurde hergestellt. Ja, es geht los. Die geile neue Schmiede wird gebaut. Und dann können wir das ja hier auch machen. Für die Eisenschmelze. Ich meine... Moment. Nee. Hier ist die Eisenschmelze, hier ist Mineralienspeicher. Mineral Storage. Der hier produziert jetzt weiterhin Werkzeuge. Aus Eisen. Und der hier produziert dann auch nur Joist. Der kann das auf jeden Fall dann. Ah, sieht cool aus. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir vielleicht doch auch nochmal ein bisschen Eisen abbauen, wenn es so losgeht dann. Wenn wir auch Joist herstellen. Das heißt, ich werde mal gucken, wo wir im Umfeld noch ein paar Eisenbrocken liegen haben. Hier. Hatten wir noch ein paar. Hier nicht. Hier. Ui, was? Fast fertig. Ah, das sieht cool aus. So, Gebäude gehen cool ineinander über. Die Frage ist, wie viel Lehm sammelt die Hütte? Ich weiß nicht, ich habe ja mal Lehm gekauft damals. Jetzt ist hier wieder Lehm. Sie hat Lehm gesammelt. Ich glaube, genug sammeln die nicht. Ich habe das ja mal gekauft in einer horrenden Menge. Und das wurde verwendet jetzt. Das ist schon gut, dass wir ein zweites Haus bauen. Na kommt. Die zwei Arbeitsschritte noch. Und fertig ist es. Und hier... Wird mir aber nicht angeboten. Sag mir nicht, dass ich den... Hätte ich jetzt den anderen bauen müssen? Wirklich? Hätte das sein müssen? Oh, wie ärgerlich. Okay, wir lernen natürlich auch sowas, aber das ist jetzt doof. Gut, ich könnte den natürlich dann updaten zum Large. Kostet ja genauso viel, aber beide haben eine andere... Boah, echt? Country Large. Also ich habe das gelesen, dass die Schmiede geupdatet werden muss, um Joist herzustellen. Bin ich jetzt so... Banane?
Dann muss ich das hier auch machen. Mann. Das gibt's doch nicht. Wo stellt der jetzt her? Ich dachte, ich hätte... Moment. Was ist denn da passiert? Ja, so, also Fans. Ich wollte ein Fans drumherum bauen. Ach, herrje. So, mal gucken, ob das klappt. Vielleicht. Das mit dem Schmied ärgert mich jetzt. Ich habe da mich voll drauf gefreut, Joyce herstellen zu können, dass wir einfach die Produktion hier oben erleichtern können. Wie ärgerlich, aber okay. Hier wird jetzt wieder produziert, Clay. Haben wir das zweite Haus fertig? Ja. Rein da. So, das möchte ich mir mal kurz angucken. Wenn dann hier gleich die Bauarbeiter kommen, wie das aussieht mit Zäunen. Ob das schön aussieht, ob es doof aussieht. Clay muss natürlich abgezäunt werden. Einfach mal als Gag. Könnte auch mit Feldern machen. Das sieht dann ähnlich aus wie hier. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut so. Gut, wir warten hier natürlich immer noch auf Logs und Building Supplies. Wir haben wieder sehr viel Feuerholz, können auf Lumber, also Lumber stellen. Und hoffen hier natürlich, ja, er hatte auch hier bald wieder seine 30. Ich sehe gerade, oh, das ist ja bald voll hier. Hier geht aber noch. Haben wir keine Wolle? Echt? Wolle ist nicht mehr vorhanden. Verrückt. Hier ist richtig ein ganz schöner Trubel, ne? Wenn wir so gucken. Was hier alles los ist. Und hier, das Ding ist jetzt eingezäunt. Sehr gut. Da noch den Weg machen, hier noch zu Ende bauen. Dann können hier wunderbar Clay eingelagert werden. Und es wird auch getan.
Wie viel Clay wurde gebracht? 8. Und es geht auch gleich weiter. Eisen haben wir zurzeit genug. Steine auch. Wir haben 34 Steine. Da können wir eigentlich sogar wieder so ein bisschen die Straßen uns vornehmen. Wa? Wir haben so viel Holz. Was können wir denn mal bauen? Gehen wir mal in eine andere Richtung. Was können wir fürs Volk bauen? Ein Krankenhaus könnten wir eigentlich bauen, oder? So ein Hospital. Das gibt es auch als City Hospital. Kostet halt viel mehr. Habilis haben wir ja. Und das ist eine Apotheke. Die braucht zum Beispiel Building Materials. Aber so ein normales Krankenhaus für die Gesundheit. Oh ja. Das würde hier genau hinpassen können. Das wäre ja super. Ach, was soll der Geiz? Bauen wir mal ein Krankenhaus. Steine. 60? Das ist viel. So viel haben wir gar nicht. Wir haben 36. Wäre natürlich klasse, wenn wir hier gleich so weit sind, dass wir die andere Schmiede hochziehen können. In der Hoffnung, dass ich mich da echt nähe. Also wenn ich... Ich möchte eine Sache sagen. Wenn es wirklich so weit ist, dass ich... Ja, Sachen falsch interpretiere, lese. Dann tut mir es echt leid. Das passiert mir selten. Das liegt wirklich daran, dass ich derzeit im ganz schönen Stress bin. Ich habe schon geantwortet, es liegt am Umzug, liegt an unterschiedlichen Aufgaben umrum, Pendeleien, ja, bringt mich dazu, dass ich dann doch manchmal etwas die Übersicht verliere und sowas auch vergessen kann, wenn ich sowas gelesen habe. Aber ich bin der Meinung, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es eigentlich mit der Schmiede machen müssten. Ich kann hier ja auch nicht scrollen. Nee. Naja, abwarten. Okay. Hier wird noch eingelagert. 51 haben wir schon. Von 60. Also 9 Steine noch. Und hier kann es auch bald losgehen. Wenn genug Bricks drin sind. Oh, und wir haben wieder einen Händler hier, der mit Bienenwachs, nee, doch, und mit Tallow selbst ankommt, brauchen wir nicht. Das tut mir wirklich sehr leid, obwohl Bienenwachs, weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist. Ich weiß ja nicht mal, wie der Wert ist. 501, das ist anscheinend viel wert. Nee, er hat 500 und das kostet 1. Das ist nicht viel wert. So. Jetzt verstehen wir. Okay, das Krankenhaus wird dann gleich gebaut, wenn wir hier die letzten Steine gewinnen.
So, wir haben jetzt mal den Auftrag gegeben, auf der anderen Flussseite die Steine zu holen. Und schon sieht man, wie irgendwie so ein Schwall losläuft, ne? Okay, schön. Das heißt, nächste Folge Krankenhaus, Building Supplies, diese Schmiede. Ich hoffe, ich habe dann recht. Ich informiere mich nochmal und dann lache ich nächste Folge, wenn es nicht stimmt. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß macht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss.